Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Momentan passiert einfach so viel bei uns. Wir sind letzte Woche erst aus dem Urlaub zurückgekommen aus Alicante. Meine erste Arbeitswoche ist schon rum, sogar mittlerweile schon die zweite Arbeitswoche. Ich habe vor 2 Wochen erstmal einen neuen Job angefangen. Ich fange nämlich heute noch einen weiteren Job an. Ich bin schon mega aufgeregt. Ich habe nämlich einen zweiten Job noch angefangen jetzt, parallel noch ein bisschen nebenbei im Fitnessstudio zu arbeiten. Genauer genommen im Fit 7-Eleven in Offenbach. Es hat erst ganz neu aufgemacht, Ende letzten Jahres. Und ich brauche von uns zu Hause aus tatsächlich nicht so lange jetzt wie irgendwie in die Innenstadt. Wie sieht's aus? Gut, ja. Zum Glück sind die Sachen von Swing Dogs noch rechtzeitig gekommen, weil ich normalerweise immer Body Engineers trage. Ich finde die Marke auch mega geil, aber die Hosen gehen einfach immer kaputt jedes Mal. Und wenn ich überlege, dass ich für eine Hose immer 80 bis 90 € zahle. Ja, deswegen will ich jetzt mal hier Sminodox abchecken. Ich war eigentlich immer von Body Engineers überzeugt. Also ich hatte irgendwie T-Shirt in L bestellt, das ich vorher schon hatte. Genau dasselbe, genau dieselbe Artikelnummer, alles gleich. Und jetzt habe ich es wieder bestellt, weil es auch zerrissen ist. Wieder ein M und es ist deutlich zu groß. Also irgendwie ändern immer die Konfektionsgrößen in der Herstellung. Ich habe keine Ahnung warum. Jedenfalls musste ich jetzt alles zurückschicken und ich musste für den Rückversand 18 € zahlen. Ja, 18 € bezahlt. Also ich finde es schon auch ziemlich krass, ja. Und ich weiß tatsächlich nicht mal, ob die das Paket überhaupt zurücknehmen, weil ich es nämlich vor dem Urlaub bestellt hatte und wir am nächsten Tag in Urlaub geflogen sind und die 14 Tage Rückgaberecht schon. Natürlich könnte man sich jetzt auch fragen, warum jetzt gleich zwei Jobs? Es gibt dafür aber eigentlich ziemlich simple Gründe. Zum einen bin ich selbst eh jeden Tag im Fitnessstudio am Trainieren. Zum anderen studiert Fabienne ja nebenbei noch Psychologie und muss am Wochenende eh immer die ganze Zeit lernen. Und ist tatsächlich darüber hinaus auch samstags immer beim Pferd. Sodass ich einfach da halt auch in der Zeit die sinnvoll nutzen kann und arbeiten kann. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugestehen, für diejenigen, die mich kennen, ich habe ja auch bisher schon 6 Jahre, 6,5 Jahre im Fitnessstudio gearbeitet. Also schon vor 2, 3 Jahren, glaube ich, aufgehört. Und ich vermisse es doch schon ein bisschen, irgendwie im Fitnessstudio auch zu arbeiten und nebenbei da einfach noch ein bisschen auch ja, beruflich tätig zu sein. Da fehlt mir so ein bisschen der Kontakt einfach mit den Kunden, mit den Mitgliedern. Es war immer schon ganz lustig im alten Studio. Also, ich arbeite tatsächlich wirklich super gerne und finde es tatsächlich auch wirklich so super, die Zeit auch irgendwie sinnvoll zu nutzen und am Wochenende auch noch was beruflich zu machen, also auch am Wochenende noch ein bisschen zu arbeiten und damit auch noch Geld zu verdienen. Also ist für mich tatsächlich wirklich nur vorteilhaft. Servus. Hallöchen. Ich habe, glaube ich, heute meinen ersten Tag. Bist du Lars? Richtig, korrekt. Hi. Okay, sehr gut. Du den Kaffee haben? Ja, ich glaube am ersten Tag noch nicht. Ja. Bist du schon mal bei uns gewesen? Hanau. Nee, ich habe da hatte ich Bewerbungsgespräch. Ah, okay. Genau. Sehr gut. Nein. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Stimmt, ist ja. Genau, da gibt es unterschiedliche. Oh, stimmt. So, ich habe mich gerade schon umgezogen. Die Fabienne sollte eigentlich irgendwo hier sein. Sieht ja voll schick aus. Ja, wir gehen ja auch auf dem Geputzt da. Oh. Du hast eine Wespe mit reingebracht, geh wieder raus. Ah!
Erzähl, wie war's? Boah, ja, es war mega cool, ey. Also ich habe jetzt mit der Anna gearbeitet zusammen heute und mit dem Nenad, was du halt so am ersten Tag machst. Halt jetzt nicht viel gemacht. Wir haben halt, also ich habe das Studio halt gezeigt bekommen. Dann gab es Leute, die reingekommen sind, die haben die Mitgliedskarte vergessen. Wusste ich ja noch nicht genau, was ich machen muss und so. Das war so mein erster Tag auf der neuen Arbeit. Ja, wir machen jetzt auf dem Weg zum Geburtstag und sehen uns bald wieder. Jetzt muss ich aber eilen mit dem Essen. Hallo. Danke. Danke.